Hallo liebe Moviepiloten, es wird mal wieder Zeit für ein Ranking. Halloween Ends ist nun offiziell angelaufen in den Kinos. Review müsste schon online sein, Hardy und André sind hier dafür zuständig, ich bin im Urlaub, deswegen, falls ein paar Videos nicht erschienen sind, liegt es daran, dass ich im Urlaub bin. Aber hey, dieses Video habe ich für euch vorproduziert, ihr wisst, ich liebe die Horror-Season, ihr wisst, ich liebe Oktober. Und jetzt wird es echt Zeit, mal wieder die Halloween-Filme zu ranken, denn wir haben jetzt eine komplett neue Trilogie bekommen. Wie ich zu allen Filmen stehe, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es natürlich zu Spoilern kommen, was das gesamte Halloween-Franchise angeht. Bitte, bitte, seid dessen bewusst. Und ja, das ist nur meine Liste. Meine Liste, nicht eure Liste. Das heißt, wenn euer Lieblings-Halloween-Film viel zu weit unten auf der Liste steht, tut mir das furchtbar leid. Bevor ihr mich beleidigt und meine Liste beleidigt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr alle diese Filme ranken würdet. Und wir können alle, aber auch wirklich alle, Freunde sein. Damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Well, has anybody got any questions at all? Yes, sir. Yes, please. Und wir fangen an mit Platz 13. Hier haben wir Halloween 2, das Remake von Rob Zombie. Ich bleib dabei. Dieser Film ist einfach eine absolute Katastrophe. Der erste ist ja immer noch debattierbar und hat sein Kult-Following. Ich kenne kaum jemanden, der den zweiten so wirklich liebt. So ein bisschen Requiem for a Dream, die Halloween Edition. Jeder einzelne Charakter in diesem Film ist einfach nur unangenehm. Es geht wirklich um makabere Figuren, die einfach nur über Vergewaltigungen sprechen. Michael Myers selbst fühlt sich kein bisschen mehr an wie der ikonische Killer, den ich kenne. Laurie geht mir derartig auf den Zeiger. Und ja, ihnen ist es selbst irgendwie gelungen, Malcolm McDowell, der ja echt noch vernünftig war im ersten Halloween-Film, auch zu einem Arschloch zu machen. Selbst Dr. Loomis in diesem Film ist ein absolutes Arschloch, der einfach nur noch famegeil ist und ich verstehe es überhaupt nicht. Ich bin generell nicht der größte Rob Zombie-Film, aber dieser Film ist für mich wirklich so ein Beispiel dafür, warum ich seine Filme nicht wirklich mag. Der Film nimmt sich überraschend ernst, was ja an sich kein Problem ist. Das haben die ja auch beim Freitag der 13. Remake gemacht. Aber da hatten wir zumindest ein paar Charaktere, die man irgendwie genießen kann. In diesem Film, alles ist unangenehm. Es ist ein unangenehmer Film. Und ich weiß, Horror soll auch manchmal unangenehm sein. Aber wenn er nun mal, wenn dieser Film nun mal auf einem Franchise basiert, das teilweise gezeigt hat, wie viel besser es geht, und selbst der erste Teil noch irgendwie sein Kult-Following hatte, verstehe ich es absolut nicht. Halloween 2 bleibt für mich nach wie vor der größte Mist des gesamten Halloween-Franchises. Dr. Loomis. Ja. They told me you'd be coming. Und wir machen weiter mit Platz 12. Hier haben wir Halloween 6 oder auch Halloween The Curse of Michael Myers. Okay, dieser Film, und ich glaube, das werde ich über sehr viele Filme sagen auf dieser Liste, hat zumindest etwas Neues probiert. Aber meine Güte, war das ein Fail, war ein Epic-Fail. Dieser Film dreht sich um einen Kult, denn Michael Myers stellt sich heraus, er ist eigentlich nur verflucht, er ist eigentlich nur eine Schachfigur von so einem sehr merkwürdigen Kult und es geht jetzt deswegen, muss er seine Familie opfern und ja, wir erfahren, dass er auch quasi seine Nichte vergewaltigt hat, damit sie ein Kind gebärt und man hofft auf die Reinkarnation von Michael Myers. Dieser Film ist scheiße. Ich kann es nicht anders sagen, er ist von vorne bis hinten beschissen. Wenn man den Charakter Jamie irgendwie mochte, ist der Abgang für sie einfach respektlos. Ich weiß, es ist der Film, der uns Paul Rudd vorgestellt hat. Und er ist auch ganz nett in dem Film als Tommy, obwohl er auch irgendwo ein Creep ist. Das Einzige, was ich dem Film geben kann, ist Dr. Sam Loomis, aber selbst Donald Pleasance wirkt absolut müde durchgeht. Er hat auch, glaube ich, keinen wirklichen Bock mehr gehabt, Teil dieser Reihe zu sein. Ich weiß, es gibt einen Producer-Cut und es gibt einen Studio-Cut. Ich habe beide gesehen und beide für scheiße befunden, weil es ist auch so ein Film, wo du Michael Myers eigentlich hättest rausnehmen können. Und der Film wäre kaum anders. Das war so die größte Sünde. Michael Myers selbst, einfach nur ein dummer Bauer in einem Kult, in einem seltsamen Kult. Generell, ich bin nie ein Fan davon, wenn Michael zu sehr entmystifiziert wird und man erklärt, warum er macht, was er macht. Das hat so. Die besseren Teile der Reihe haben das nie probiert zu erklären. Sie haben uns Sachen gezeigt, manchmal auch ein paar Sachen angedeutet. Aber hier wirklich diese Typen in der Kutte die ganze Zeit zu sehen, nee,
Absolut nicht. Und die Kills sind selber auch überraschend langweilig. Man hat das Gefühl, ach ja, es ist ja noch irgendwo ein Halloween-Film. Michael, töte mal schnell irgendjemanden. Ansonsten hast du nicht viel zu tun. Für mich wirklich ein sehr schlechter Film, verdienter Platz 12. Michael, go home! Go home! Wir kommen zu Platz 11 und ja, erneut eine absolut harte Enttäuschung. Und ihr seht es schon im Bild. Dieser Film hat es nicht mal hinbekommen, die Halloween-Maske gruselig aussehen zu lassen. Generell, ein paar dieser früheren Sequels haben es nicht hinbekommen, eine vernünftige Halloween-Maske zu kriegen. Das muss so einer der billigsten Props auf der Welt sein. Dann haben wir diese Scheiße. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie ein verkacktes Alien. Und der ganze Film lebt ja eigentlich davon, dass Teil 4 einen ganz geilen Cliffhanger hatte. Jamie, ist sie eventuell der neue Michael Myers? Nope. Das war eine nette Idee, damit machen wir überhaupt nichts. Jetzt hat sie eine mentale Connection zu Michael. Und ich find's auch so witzig, dass Michael von einem Obdachlosen irgendwie ewig lange gesund gepflegt wird und als Dankeschön macht er ihn tot. Warum? Warum? Der ganze Film existiert eigentlich nur als Trailer für Halloween 6. Das ist der Grund, weshalb dieser Film existiert. Loomis schreit auch nur noch, Michael, go home! Und belästigt die kleine Jamie. Er wirkt schon wie so ein alter Creep mittlerweile und das sagen ihm auch Leute. Aber ab und zu sehen wir Leute mit Umhang durchs Bild laufen und ich frage mich, ja, wieso? Wieso? Ach so, ich weiß warum. Wegen Curse of Michael Myers. Das heißt, der Payoff für diese Nummer war absolut nicht da. Einfach nicht gegeben. Für mich ist damals Halloween 5 der Anfang vom Ende gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's bergab. Und es ging auch ganz, ganz, ganz schön heftig bergab, dann mit Halloween 6. Definitiv verdienter 11. Platz. Wir kommen zu Platz 10. Jetzt wird's kontrovers. Wir haben den aktuellsten Teil der Reihe, Halloween Ends. Als jemand, der die neue Reihe echt mochte, muss ich sagen, ich war unfassbar enttäuscht. Dieser Film wurde vermarktet als der finale Showdown zwischen Laurie Strode und Michael Myers. Und das haben wir nicht bekommen. Wir haben eine Geschichte über einen Babysitter bekommen, der ein Outlaw war, der gemobbt wurde. Ja, die Eröffnungsszene mit dem kleinen Jungen, die war heftig. Die war wirklich gut, obwohl sie echt unangenehm war. Und auch das Ende, wenn Laurie und Michael tatsächlich aufeinandertreffen, lohnt sich schon irgendwie, weil wir zumindest einen Abschluss haben. Der Film hat sich getraut, Michael endlich zu töten. Respekt dafür, aber es entschuldigt nicht die fast anderthalb Stunden, in denen quasi nichts passiert, außer ein Copycat-Killer und eine Coming-of-Age-Story für Allison. Und ich, warum? Wieso ist Jamie Lee Curtis nicht die Hauptrolle? Wieso geht es ihr überhaupt so gut, nachdem sie ihre Tochter verloren hat? Warum sollte es mich interessieren, dass irgend so ein Typ Michael die Maske klaut und jetzt für ihn weiterkillt und die da so auch teilweise rumbrauen? Und Michael Myers ist jetzt Pennywise, der lebt in der Kanalisation und wenn er tötet, wird er stärker und kehrt zurück. Es gab so viele bescheuerte Ideen in diesem Film, wo man gesagt hat, welche davon nehmen wir? Und die Antwort war ja. Ja, es ist irgendwo ein Finale, aber kein gutes. Definitiv kein gutes. Verdienter 10. Platz. Oh, I want a mask. Can I have a mask? Just what I had in mind for you, little buddy. I want that. Wir kommen zu Platz 9 und jetzt haben wir Halloween 3, Season of the Witch. Der einzige Teil der Reihe, der ohne Michael Myers auskommt. Ja, ich weiß, es gibt kurz einen Meta-Witz, wo Leute Halloween im Fernsehen schauen. Aber das war ja eigentlich damals die Idee. Halloween 2, der originale Halloween 2, hat Michael Myers getötet. Die haben gesagt, wir sind jetzt fertig mit der Nummer. Das Halloween-Franchise geht weiter. Aber es hat nichts mehr mit der Story rund um Michael und Laurie zu tun. Wir wollen jetzt jedes Jahr einen neuen Anthology-Film rausbringen, so ein bisschen wie diese Cloverfield-Filme jetzt. Und zwar, der einfach irgendwas Gruseliges, Halloween-thematisches hat. Das ist eine nette Idee und ehrlich gesagt frage ich mich bis heute, was gewesen wäre, wenn dieser Film ein absoluter Erfolg gewesen wäre. Denn ich glaube, da hätte man echt jedes Jahr so eine coole Tradition gehabt. Leider ist der Film echt doof. Also wirklich echt doof. Es geht um einen Kult erneut von Leuten, die mit der Hilfe von Stonehenge und Robotern Masken an Kinder verkaufen und dann haben sie da diesen coolen Jingle, den Silver Shamrock Jingle, der Kindern dann die Köpfe platzen lässt und die opfern die, um Magie zurück in die Welt zu bringen. Das klingt doch ganz schön beschissen, oder?
Ist es auch. Aber ich muss sagen, mit ein bisschen Abstand hat der Film einen gewissen Trash-Faktor. Man kann ihn schon fast genießen für das, was er ist. Ich muss aber auch sagen, er ist teilweise verdammt langweilig. Ich brauche nicht zu sehen, dass alle 2 Sekunden jemand stirbt, aber die Charaktere sind nicht wirklich interessant und trotzdem hat der Film Halloween-Vibes. Und wie gesagt, diesen Silver Shamrock-Song, soll ich ihn wieder singen? Fuck it, ich sing ihn. Bumpa, 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 bumpa. Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Ja, er ist auch eine Tradition für mich geworden. Deswegen, ein Herz für diesen Film habe ich nicht, aber irgendwas habe ich für ihn. Was auch immer das ist, kann ich nicht erklären. Ich muss aber irgendwie ehrlich sein, es ist nach wie vor kein guter Film. You six will enter the birthplace of evil in its purest form. The childhood home of our most brutal mass murderer, Michael Myers. Willkommen zu Platz 8 und ich bin mir ziemlich sicher, dieser Film wird bei sehr vielen ganz unten auf der Liste stehen. Für sehr viele ist es der schlechteste Halloween-Film aller Zeiten. Ich möchte mich gar nicht mit euch anlegen. Es ist kein guter Film. Es ist Halloween Resurrection. Halloween Resurrection entstand, weil man Jamie Lee Curtis nicht gegeben hat, was sie wollte. Und zwar ein richtiges Finale in H2O. Und deswegen killt man Laurie in der Eröffnungsszene. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Fans. Die Tatsache, dass es Poster gibt, wie das, das ich gerade einblende, wo Laurie zu sehen ist, ist eigentlich schon wirklich fies, weil Laurie hat eine Screentime von ein paar Minuten, bis sie stirbt. Michael Myers Maske küsst, warum auch immer, und wir erfahren, dass der Michael, der geköpft wurde am Ende von H2O, das war nur so ein Paramedic, so ein Sanitäter, dem Michael seine Maske aufgesetzt hat. Wie doof ist das? Aber danach, muss ich sagen, der Rest, der folgt, ist zwar auch irgendwo beschissen. Wir haben da Busta Rhymes, Tyra Banks, hier Bo-Katan, Katie Sackhoff und Kevin aus American Pie, die ins Myers-Haus gehen wollen, um da wie so eine Reality-Show zu haben. Und oh, Michael taucht da tatsächlich auf und bringt die um. Es ist so beschissen, dass es lustig ist. Also ich kann darüber irgendwie lachen und kann dem Film daher irgendwie mehr abgewinnen als all den anderen, die ich bis dato auf der Liste hatte. Weil all die anderen davor waren so beschissen und teilweise auch noch langweilig. Der Film ist beschissen, aber er ist nicht langweilig. Das muss ich einfach... Ich meine, Busta Rhymes tritt Michael Myers mit Kung-Fu-Moves und dann gibt er ihm noch einen Elektroschock an den Eiern. Das ist doof. Das ist richtig doof. Aber es ist unterhaltsam auf eine sehr bescheuerte, hirnlose Art und Weise. Der Film ist Trash. Der Film hat aber auch irgendwo dieses Gefühl, dass er weiß, dass er doof ist. Und deswegen habe ich ein bisschen minimal erneut Respekt. Das ist ein starkes Wort. Anerkennung für den Film. Genau deswegen ist er nicht so weit unten auf der Liste. Ich war selber schockiert, als ich fertig mit der Liste war. Ich so, wow, Resurrection ist viel zu weit oben. Aber ich habe erklärt, warum. Ich mag den Film auch nicht und ich gucke ihn auch nicht wirklich häufig und er ist auch nicht Teil eines Rewatches, aber die anderen sind schlimmer. Behind these eyes one finds only blackness. Wir kommen zu Platz 7. Erneut eine interessante Idee, die meiner Meinung nach trotzdem nichts taugt. Halloween von Rob Zombie. Er wollte ein Remake machen des beliebten, ikonischen Klassikers. Und sein Approach war, wir psychologisieren Michael Myers und erklären alles weg. Wir sehen ihn als Kind. Typisch Rob Zombie ist jeder einzelne Charakter in diesem Film ein Arschloch. Es ist laut, es ist eklig, es ist vulgär. Ich verstehe nicht, warum. Michael war natürlich Teil einer Redneck-Familie. Und er wird halt wirklich, wir begleiten ihn von Kindheitsbeinen. Aber ich fand die Idee stark, dass Loomis an ihn geglaubt hat als Kind und wirklich sehr lange probiert hat, bei ihm durchzudringen. Hat aber nicht funktioniert und dann greift Michael an. Ein paar der Kills sind echt stark. Generell ist es ein Approach, der manchen Leuten gefällt. Ich finde Michael Myers immer am besten, wenn ich gar nichts über ihn weiß. Ich möchte nicht zwingend, dass er mit Laurie verwandt ist. Und ich möchte noch viel weniger seinen Werdegang sehen. Ich will nicht sehen, wie er groß geworden ist. Das ist für mich nicht interessant. Das Spannende an Michael ist die Idee, dass er das personifizierte Böse ist. Hier ist es alles irgendwie weggefallen. Aber als ein Neuanstrich, als eine andere Interpretation, verstehe ich schon, warum der Film Kult-Following hat.
Danach kam Halloween 2 und hat auch das kaputt gemacht. Nichtsdestotrotz, ich verstehe, warum manche Leute den Film mögen. Ich werde ihn nie wirklich mögen. Couldn't have shot him 6 times. You think I'm lying, Sheriff? I think you missed him. Wir kommen zu Platz 6 und jetzt haben wir Halloween 2, das Original. Halloween 2, das Original, ist für mich so ein Film, der eigentlich richtig gut funktioniert, wenn man ihn back-to-back mit dem ersten Halloween guckt. Das ist quasi ein Epilog zum ersten Teil. Und das finde ich eigentlich spaßig, dass wir direkt in der gleichen Nacht weitermachen. Laurie ist traumatisiert. Der Regisseur, ich glaube, das war Rick Rosenthal, hat probiert, den Stil von John Carpenter einzufangen. Und es ist ihm auch ganz gut gelungen, meiner Meinung nach. Ich liebe diese Szene in der Küche am Anfang, wenn er da einfach reingeht und was klaut. Das ist creepy. Er killt nicht mal. Und ich weiß nicht, warum. Man kann Michael Myers nicht berechnen. Er ist, wie er ist, und das ist spannend. Und auch der Showdown im Krankenhaus, wenn Michael Myers in die Augen geschossen wird, ist der erste Film, der uns so ein bisschen andeutet, Michael Myers könnte übernatürlich sein. Er muss eigentlich übernatürlich sein, weil wie zur Hölle kann er das überleben? Die Kills waren brutaler als im ersten Teil, weil das damals einfach der Trend war. Und Donald Pleasence ist phänomenal im Film. Jamie Lee Curtis hat auch wesentlich mehr zu tun als im ersten, weil im ersten war sie halt einfach nur die überlebt. Und das Babysitter. Klar, generell gab es im ersten Film nicht so viele interessante Figuren und sie ist jetzt nicht auf einmal mega spannend, aber ich genieße schon die Szenen mit ihr. Aber dieser Film hat halt auch eingeführt, dass Michael Myers mit Laurie verwandt ist. Das sind Geschwister, das heißt, es ist etwas Persönliches. Und das war immer etwas, was ich nicht zwingend gebraucht habe. Ganz egal, ich genieße den Film. Das ist tatsächlich einer der Halloween-Filme, die ich mag. How many bodies did you find? It's hard to tell, they're all chewed up. Wir machen weiter mit Platz 5 und jetzt sind wir bei Halloween 4 angekommen. The Return of Michael Myers. Ja, nach Season of the Witch dachten die sich, oh fuck, Leute mögen das echt nicht, ha? Huh? Okay, wir machen weiter, wir bringen Michael irgendwie zurück und Loomis irgendwie zurück. Sind die beiden verbrannt? Ja, seht ihr nicht? Loomis hat hier so eine kleine Brandblase. Nachdem man all das vergisst, ist das für mich der Inbegriff eines Guilty Pleasures, weil das war das, was das Franchise gebraucht hat. Michael musste zurückkehren, dieser Konflikt zwischen ihm und Loomis ist spannend. Man merkt, dass Loomis sich ja noch irgendwie um ihn juckt und mit ihm reden will und sagt, lass es doch einfach sein. Komm schon, lass es einfach sein, lass diese Familie in Ruhe. Und ich fand auch die Idee, dass man die Strode-Familie weiter beleuchtet, ganz spannend. Dass man Jamie Lee Curtis offscreen gekillt hat, werde ich dir nie verzeihen. Aber dass sie dann die neue Figur, das Mädel, Jamie genannt haben, nach Jamie Lee Curtis, nicht nach Laurie, fand ich dann auch irgendwie wieder cool. Der Film ist recht Mainstream-mäßig. Michael hat da wieder sein Rampage. Die Maske haben sie trotzdem nicht gut hinbekommen. In einer Szene hat er einen Afro. Warum? Und er sieht irgendwie so aus wie eine TV-Produktion. Einfach nur von den ganzen Close-Ups her. Nichtsdestotrotz, ich mag das Ende sehr gerne. Das Ende, wo Jamie auf einmal zur Mörderin wird und es so ausschaut, als hätte Michael seine Essenz in sie transferiert. Es hat was. Die haben absolut nichts daraus gemacht in den Folgefilmen. Aber ich habe mein Herz für den Film. Das ist so ein spaßiger Guilty Pleasure, perfekt für die Halloween-Zeit. Oh no, no! Let it burn! Wir kommen zu Platz 4. Noch kontroverser. Halloween Kills. Was? Halloween Kills über Halloween 2? Du spinnst, Eve. Hast du Lack getrunken? Ja und? Schmeckt gut. Ich sag's euch, Halloween Kills, ich weiß nicht, was dieser Film hat, aber irgendwas ist es. Erstens, für mich ist es die bessere Version von Halloween 2, also vom Original. Spielt ebenfalls in der gleichen Nacht wie Halloween von 2018 und wir machen einfach weiter. Wir sehen im Krankenhaus, sind teilweise bescheuert. Diese ganze Lynchmob-Geschichte und Evil Dies Tonight, was man 5000 Mal schreit, braucht kein Mensch. Auch die Szene, wo sie den unschuldigen Patienten quasi zum Selbstmord bringen, braucht kein Mensch. Nachdem ich das gesagt habe, was sie mit Michael in dem Film machen, finde ich irgendwie faszinierend, weil irgendwie ist Michael der Fokus. Und ich glaube, es ist der erste Film, wo das der Fall ist, abgesehen von Rob Zombies Quatsch, weil es ist fast wie eine Heldenreise für ihn. Er wurde besiegt im letzten Teil und jetzt will er sich rächen und muss noch stärker werden. Und seine Kills in diesem Film, der Film heißt Halloween Kills und der Name ist Programm. Es ist wirklich heftig, es ist verdammt gory und gleichzeitig hat es noch diese Halloween-Atmosphäre, die ich sehr gern mag. Ich finde, der Film ist unfassbar gut gefilmt. Die Charaktere, kann ich nicht anders sagen, sind dumm wie Scheiße.
Also, die schießen sich ja teilweise selbst tot, weil sie einfach so dumm sind. Ich mag die Szene, wo der Mob auf ihn losgeht und ihn kaputt prügelt und er dann trotzdem aufsteht und sie alle fertig macht. Michael Myers sogar ohne Maske zu sehen, aber ohne sein Gesicht wirklich zu enthüllen, ist für mich auch eine starke Sequenz. Ich mag auch die Intro-Sequenz mit den 12 Kürbissen, repräsentativ tatsächlich für die 12 Filme, die wir bis dato hatten. Fand ich alles cool. Und das Besondere ist, wenn man den Back-to-Back schaut, mit 2018 Halloween, sieht man so viele Charaktere, die angedeutet worden sind im ersten Teil und wie deren Nacht so verlaufen ist. Und es ist der erste Film, der sagt, wir konzentrieren uns nicht nur auf die Strodes, wir wollen wissen, was für einen Effekt hatte Michael eigentlich in Bezug auf Haddonfield im Allgemeinen. Was hat das mit den Bewohnern gemacht? Und wir sehen, was es aus ihnen gemacht hat. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Deswegen, ich habe ein Herz für den Streifen. Michael Myers. It's like 20 years ago, right? 1978. Wir kommen zu Platz 3 und jetzt haben wir Halloween H2O. Das erste Mal, dass Jamie Lee Curtis zurückgekehrt ist, weil sie gesagt hat, wisst ihr was, der originale Film ist 20 Jahre alt, wir sind alle noch im Showbiz, wir sind alle noch erfolgreich, lasst uns jetzt eine Story erzählen, wo Laurie tatsächlich eine Überlebende ist, aber sie führt kein richtiges Leben, sie rennt ihr Leben lang weg vom Boogeyman und diesmal wird er sie finden und sie wird ihn killen. Und das ist die Story. Erneut, sehr viel von dem haben wir dann auch später in der 2018er Version gesehen. Aber hier haben wir halt das Wissen, dass Laurie und Michael Geschwister sind. Und in diesem Film ist es überraschend gut für ihre Charakterzeichnung. Der Film hat generell sehr viele späte 90s, frühe 2000er Vibes. Er ist so im Fahrwasser entstanden von Filmen wie Scream und Scream 2. Und genau so fühlt er sich an. Auch Josh Hartnett hat ganz gut funktioniert als ihr Sohn. Und ich mag den finalen Showdown zwischen den beiden extrem gerne. Das war tatsächlich so ein Film, wo ich gesagt habe, oh, das Franchise ist zurück. Ja, Baby, ziemlich cool. Und sie killt ihn, ja. Und dann kam Resurrection. Nichtsdestotrotz, das will ich dem Film nicht anlasten. H2O ist tatsächlich ein ziemlich guter Halloween-Film. I believe there's a lot to learn from the horrors you experienced. There's nothing to learn. Wir kommen zu Platz 2 und das ist für mich Halloween von 2018. Als angekündigt wurde, dass wir erneut mit der Timeline rumspielen und sagen, wir rebooten erneut das Franchise und diesmal bringen wir einen Film raus, der alle Filme ignoriert, außer das Original, dachte ich mir, mal gucken, mal gucken. Der Trailer sah aber ziemlich gut aus. David Gordon Green als Regisseur, Danny McBride als Autor und ich, ist das eine Comedy? Ich meine, komm schon. Aber der Film war dann tatsächlich eine Wucht. Das ist für mich eine Halloween-Tradition geworden. Ich liebe eigentlich fast alles an dem Film, außer den Sideplot mit dem Therapeuten, der einfach sagt, ah, ich liebe Michael. Michael, was ist dein Geheimnis? Es ist so, als wenn den Autoren selber klar geworden ist, das ist doof, was wir 5 Minuten später machen sie ihn tot. Und deswegen kann ich da immer drüber hinwegsehen. Michael Myers war wirklich wieder spannend in dem Film. Ich meine, er war quasi katatonisch da in dieser psychiatrischen Anstalt. Er hat niemanden mehr gekillt. Alles, was die anderen Filme uns gesagt haben, sind quasi nur Mythen um ihn rum. Doch dann ist er wieder frei und er legt wieder los. Und er killt aus dem gleichen Grund, warum sich mein Hund die Eier leckt. Weil er es kann. Wir wissen nicht wirklich, warum. Und das macht so spannend. Wir haben auch diesen geilen One-Take, wo Michael rumläuft in der Halloween-Nacht. Das ist eine Kamerafahrt, die so geil ist, wo er sich erst den Hammer nimmt und die eine tothaut und dann holt er sich ein Messer und dann geht er nochmal raus und dann sticht er die andere ab. Das ist wirklich stark gefilmt, muss ich sagen. Und Laurie Strode, ich bleib dabei, das ist Jamie Lee Curtis' beste Performance in der kompletten Reihe. Hier wurde sie zu einem richtig dreidimensionalen Charakter. Sie war stark, aber verletzlich, etwas, was Hollywood in letzter Zeit nicht mehr zulässt. Ich weiß auch nicht, warum. Sie gehen davon aus, dass man starke Frauenfiguren schreiben muss, die einfach nur die ganze Zeit einen Gesichtsausdruck haben und gar keine Schwäche zulassen. Laurie ist wirklich stark, weil sie ist verletzlich, sie hat Angst, aber das ist ihre Motivation. Sie kann nicht länger wegrennen, sie kann sich nicht länger verstecken, sie muss sich ihrer Angst stellen. Und das macht sie meiner Meinung nach so stark, so faszinierend. Sie ist nämlich menschlich. Und das ist generell das Spannendste für Figuren, wenn man Figuren etwas menschlicher schreibt. Und sie ist verdammt gut. Sie rockt die dramatischen Sequenzen, aber sie ist auch fucking badass. Und ich kaufe ihr das auch total ab. Wenn man sieht, dass sie mittlerweile auch, ähnlich wie Maike,
abgeschotten lebt. Ihr ganzes Leben hat sich verändert in dieser schicksalshaften Nacht. Und seitdem hat sie da ihr eigenes Grundstück und ist einfach nur, sie lebt dafür, Michael irgendwann wieder zu sehen, damit sie ihn umbringt. Das Finale finde ich ziemlich stark, wo sie ihn anzünden. Ich weiß, er hat es überlebt wegen Halloween Kills. Aber ich mochte sogar diese Mutter-Tochter-Enkeltochter-Dynamik. Das hat ziemlich gut funktioniert. Deswegen Halloween 2018 für mich tatsächlich mittlerweile ein Muss, so rund um die Halloween-Zeit. Because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Und wir kommen zu Platz 1, das ist der Klassiker von John Carpenter, ein absoluter Klassiker, Halloween. Halloween war der Film, der die Frage beantwortet hat, gibt es den Boogeyman? Die Antwort ist ja und er ist verdammt gruselig. Michael Myers killt bereits als kleiner Junge seine Schwester Judith. Dieser POV-Shot und der Reveal, dass es nur ein kleiner Junge ist, ist eine der verstörendsten Sequenzen in der Horrorfilmgeschichte. Und danach lernen wir Michael erstmal nur kennen, anhand der Aussagen seines behandelnden Therapeuten. Der sagt, was ich in den Augen dieses Jungen gesehen habe, ist einfach nur böse. Er ist das personifizierte Böse. Wirklich, Leute, ich war dafür, dass man ihn umbringt, dass man ihn hinrichtet und so weiter. Und jetzt ist er zurück, er wird morden. Es ist unfassbar. Der Film spielt so clever mit Schatten, mit Hintergründen und so weiter. Man sieht sehr häufig, dass sich Michael bereits im Hintergrund bewegt oder aufsteht. Atmosphärisch ist das bis heute der beste Teil. Er hat uns Jamie Lee Curtis vorgestellt als Laurie Strode. Und gerade das Ende, wenn auf Michael geschossen wird, mehrfach, und er einfach weg ist und die Aussage ist, das Böse kann man nicht töten, liebe ich diesen Film nur umso mehr. Es ist ein Horrorklassiker aus sehr vielen Gründen und für mich ganz klares Muss an Halloween. Für mich immer noch die unangefochtene Nummer 1 des kompletten Franchises, Halloween. Und damit beende ich mein Ranking der Halloween-Reihe. Jetzt frage ich euch, wie würdet ihr all diese Filme ranken? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.